Auch im Alter kann es natürlich passieren, dass vielleicht das ein oder andere gesundheitliche Leiden mitwirkt. Und da ist es natürlich auch so, dass es ja bestimmte Pauschbeträge auch für Personen gibt, die körperlich oder geistig eingeschränkt sind. Das gilt natürlich auch für bestimmte Rentner. Wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, dann können sie bestimmte Pauschalen steuerlich geltend machen. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, schauen an, okay, welche Freibeträge gibt es da überhaupt? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Und vor allem, was solltest du dazu wissen? Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, es spielt im Großen und Ganzen keine Rolle, ob du jetzt seit 14 bist oder 84. Wenn du natürlich krankheitstechnisch eingeschränkt bist, dann gibt es ja immer grundsätzlich erstmal die außergewöhnlichen Belastungen. Diese außergewöhnlichen Belastungen sind jegliche Form von Krankheitskosten, die man steuerlich geltend machen kann. Also sprich auch theoretisch der normale Schnupfen und andere Erkältungssymptome und Krankheiten. Wenn du die Kosten selbst trägst, und dann auch die sogenannte zumutbare Belastung überschreitest. Das wäre jedoch für zum Beispiel Personen, die wirklich langfristig körperlich eingeschränkt sind, also behinderte Menschen, hier sei es körperlich, geistig oder geistig oder seelisch, hier durchaus etwas schwierig. Denn diese hätten ja natürlich dann vielleicht geringe Einkünfte, aber können die Kosten, die ihnen dadurch entstehen, nicht steuerlich geltend machen. Deswegen ist der Gesetzgeber hergegangen und hat gesagt, ja okay, wir haben hier eine Möglichkeit, wie du das ganz einfach auch trotzdem steuerlich geltend machen kannst, und zwar ab einem, Grad der Behinderung von 20%, beziehungsweise 20 in dem Fall, kannst du zumindest erst einmal bestimmte Punkte geltend machen. Und zwar gibt es hier, je nachdem wie hoch dein Grad der Behinderung ist, kannst du hier bestimmte Pauschalsätze steuerlich geltend machen. Diese Pauschalsätze betragen zum Beispiel bei einem Grad der Behinderung von 20 hier 384 Euro. Also wir blenden euch auch diese Tabelle jetzt hier ein. Bei einem Grad der Behinderung von 30, 620, dann 860, dann 1140, dann 1440, 1780, 2120, 2064 und bei einem Grad der Behinderung von 100 haben wir 2840. Jetzt ist es so, es gibt ja noch hier einen weiteren Sonderfall und zwar für die Personen, die noch ein extremes Merkzeichen dazu haben, beziehungsweise hier auch als hilflos gelten. Und zwar hilflos sind Personen, wenn sie hier wirklich komplett außer Lage sind, sich finanziell oder in sonstiger anderer Sicht hier selbst zu unterhalten. Diese erhalten einen Pauschbetrag von 7.400 Euro. Das Ganze haben wir jetzt euch mal hier in der Tabelle mit eingeblendet, damit ihr das im Großen und Ganzen so mal seht. Wenn ihr weitere Fragen habt, gerne auch ab unten in die Kommentare. Jetzt aber die Frage, wie beantrage ich das Ganze? Das Ganze geht hier über die Anlage außergewöhnliche Belastung. Da gibt es einen extra Punkt. Da heißt es im Grunde Grad der Behinderung, beziehungsweise auch hier Freibeträge, Pauschbeträge und ähnliches. Da kann man hier mit reingehen und dann trägt man hier im Grunde seinen natürlich vom Behindertenausweis, seinen Grad der Behinderung ein, das Datum, wann der ausgestellt worden ist, ab wann der gültig ist und. Steuern mit Kopf ist viel mehr als YouTube. Auf steuermitkopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Plus, weiter geht's dann an der Stelle, dass man sagt, okay, ist der vielleicht unendlich gültig, also hier unbefristet oder befristet, ist wie gesagt noch Merkzeichen dabei, G, H, blind oder hier außerstande, sonstiges, gibt es natürlich mehrere Merkzeichen. Vorteile sind natürlich, wo man sagen muss, Vorteil ist hier relativ, weil es im Grunde kein Vorteil ist, behindert zu sein und dann einen Freibetrag zu bekommen. Hier ist es eher so, es ist eine Entlastung, muss man ganz klar sagen, die einfach für hier behinderte Menschen gilt, die zum Beispiel hier auch, vielleicht sich selbst durchs Leben zu kämpfen. Fakt ist aber auch, es gibt hier weitere Themen und zwar der Behindertenpauschbetrag kann in bestimmten Bereichen auch auf die Eltern übertragen werden, gerade bei behinderten Kindern, was durchaus da natürlich eine finanzielle Entlastung darstellt, wenn die Kinder an der Stelle, sage ich mal, sowieso kein Einkommen haben, aber die Eltern arbeiten müssen, um sich den Lebensunterhalt zu finanzieren, dann haben sie hier zumindest auch eine steuerliche Entlastung. Hast du weitere Fragen zu diesem Thema, dann ab damit unten in die Kommentare. Und wie gesagt, grundsätzlich an der Stelle, auch Rentner haben den vollständigen Anspruch auf alle Pauschbeträge, die das Steuergesetz kennt. Denn wie gesagt, nur weil du Rentner bist, heißt das nicht, dass andere Regelungen für dich nicht greifen. Ach übrigens, auf steuermitkopf.de findest du jetzt auch unsere Online-Kurse, den Link zur 1:1 Beratung und vieles mehr. Schau gleich mal vorbei, denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.